Hallihallo, liebe Leute! Am Freitag geht's im Halbfinale von Clone Wars 2 Dream Champ Tournament auf der wundervollen, großen, schwierigen und auch schon sehr rätsellastigen Insel. Ja, und wir machen Vision 4, 5 und schauen mal, wie rätsellastig dieses Level sein wird. Wow, wir sind wieder unter Wasser. Scheiße! Fängt ja schon mal gut an. Wir dürfen ja schwimmen. Wie ich mich überhaupt nicht drüber gefreut habe, aber ich glaube, es sind nur noch zwei Unterwasser-Levels in diesem Spiel, bevor es dann unter Wasser nie wieder so ätzend wird, weil ihr seht schon, langsam sind diese Levels hier. Sehr langsam. Wir könnten dabei sogar einschlafen und noch einen Tee trinken oder so. Na gut. Gott sei Dank gibt es hier nicht so viele solche Unterwasser-Levels. Also finde ich Unterwasser-Levels à la Super Mario noch wesentlich angenehmer. Okay. Diesen Move brauche ich auf jeden Fall. Aber nun ist die Frage, wie... Ah, okay. Einmal war... Halt. Erstmal die Mauer weg. So. Dann den Mu hier rauskommen lassen. Aus seinem Knast. Und dann müsste ich ihn eigentlich mitnehmen können. So. Und dann die Treppen hochsteigen. Und... Ja. Den brauche ich hierfür. Na, klasse. Und wir kriegen einen 5er Dreamstone und ein Leben. 50 Leben, wow. Noch ein paar mehr und... Also noch 49 Stück und ich habe 99. Boah. Also Leben sammeln ist in diesem Spiel echt kein Problem. Es ist nur rätsellastig. Das ist das einzige Problem. Sonst ist das Spiel wirklich, sieht man ja selbst, keine große Herausforderung. Nur die Rätsel ist das einzige, was einen hier wirklich halten kann, auf jeden Fall. So, nun brauche ich den Move, um hier rüber zu kommen. Schade, dass man mit diesem U-Boot nicht irgendwie noch mehrmals springen kann. Clonoa kann zwar auch diesen Flatterflug, aber leider nicht so, ja, wie mit einem U-Boot zu schwimmen. Es wäre echt schön, wenn das ginge, aber es wäre leider zu einfach. Okay, drei Moves, drei fliegende Moves. Einen brauche ich auf jeden Fall schon mal. Oder? Ja, einen brauche ich, um an diesen Schalter da zu kommen. Also werfe ich den mal. Na gut, dann werde ich jetzt mal diese Moves hier benutzen, um aufzusteigen. Weil hier sind nämlich noch... Ah, da ist ein Schlüssel. Den brauche ich auch noch. So. Und heppa. Sonst ist hier nichts. Okay, dann kann ich wieder runter abtauchen. Ach ja. Wie wir solche Unterwasser-Levels doch lieben. Oder wie seht ihr es? Ich weiß ja nicht, wie ihr so Unterwasser-Levels in Jump'n'Run oder was für Erfahrungen ihr in Unterwasser-Level von Jump'n'Run gemacht habt. Aber ich mag sie eigentlich nicht so gern. Also, es gibt zwar schöne Unterwasser-Levels, wie jetzt zum Beispiel bei Spielen wie Donkey Kong Country. Da sind die Unterwasser-Level schon schön gemacht und so, aber ich mag sie trotzdem auf irgendeine Art und Weise nicht. Ja, wie gesagt, das ist halt so ein Hass irgendwie gegen die Levels, weil erstens, man hat wirklich nur so einen begrenzten Bewegungsraum, also so eine langsame Bewegung. Ja. Wie soll man das sonst noch erklären? Man ist auf jeden Fall langsam. Und ja, man... Bombe unter Wasser, okay. Man hat keinen richtigen Freiraum irgendwie. So, jetzt muss ich aber mal sehen, wie ich das Rätsel hier löse. Also schaue ich... Okay, hier ist der Schalter. Da ist noch so eine Tür. Aber wenn ich jetzt runtergehe, dann ist da nichts. Gut. Also hierfür brauche ich noch meinen Schlüssel. Gut. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das mit der Bombe mache. Ich glaube, ich weiß schon wie. Ich warte erstmal im richtigen Moment, bis hier hinten ist. Komm her. So. Dann nehme ich sie. Und schmeiße einfach mal rüber. Hoffentlich geht das jetzt auf. Wunderbar. Der Wasserdruck ist weg. Der hier war, das... Wozu brauche ich die Bombe denn eigentlich? Die hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr mitnehmen brauchen. Egal. Ich hab's trotzdem mal getan. Warum nicht? Schadet nie, so eine Bombe mitzunehmen. Und da oben ist nichts. Na gut. Hätte ich die Bombe also nicht unbedingt mitnehmen brauchen. Aber hier den Weg frei zu machen, war schon mal die richtige Entscheidung. Aber irgendwie, irgendwo, irgendwann versuche ich hier gerade irgendwas zu überlegen. Na gut, ich würde sagen, den fliegenden Mu nehme ich mal mit, weil da oben diese eine Kette, die macht mich irgendwie ein bisschen
stutzig, als könnte man da hochklettern. Ach du Heiliger. Hilfe? Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier unten irgendetwas noch rumliegt. Ah ja. Na, habe ich es nicht gesagt. Es war so eine Vorahnung. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Okay, jetzt langsam mit der Ruhe. So, hoch geht's. Ah, der Klonor macht nichts Falsches. Ah, das reicht nicht, das reicht. So, das reicht aber. Okay, was sagst du, Nagapoko? Ich spreche den mal ausnahmsweise an. Lolos Nachricht. Oh nein, Popka ist verschwunden. Das ist schrecklich, Lolo. Oh, okay. Und auf einmal ist im Hintergrund ein Grafikfehler, auch nicht schlecht. Oh, okay, also Popka ist verschwunden in diesem Wettkampf. Das ist gar nicht toll und ich höre gerade Sound davon, dass eine Tür aufgegangen ist. Also läuft hier irgendwo ein Murum, der die ganze Zeit auf den Schalter trampelt. So, die drei Dreamstones habe ich, die Tür kann ich dann ruhig öffnen. Okay, Mu, wo versteckst du dich? Ach du heilige Scheiße, schon wieder verpixelter Stachel-Dings. So. Wie mache ich das jetzt? Hoch? Nein, 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 ach du Scheiße, die Bombe brauche ich. Okay, gut zu wissen. Das könnte schwierig werden. Zumindest die Bombe heile da durchzukriegen. Obwohl, ich glaube, die kann ich da drunter durchwerfen. Also unter diesen Stachelkreisel. Das probiere ich einfach mal. So. Und Feuer. Und das passt. Na, was? Okay. So viel dazu. Ich muss das aber anders machen. Gut, ich muss die Bombe wohl... Boah, das wird schwierig. Ich sehe es jetzt schon kommen. Na gut. Ich will es aber hinkriegen. Ich will es versuchen. Ich will es schaffen. Ich habe ja genug Zeit dafür. Ich glaube, die Zeit dafür müsste ausreichen. 30 Sekunden. Okay. So, runter. Und schnell rüber. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, ich habe zu viel Zeit gebraucht. Scheiße. Okay, gut. Hat den Schalter nicht aktiviert, aber... Ich wollte das auch etwas anders machen. Ich habe nur so schnell nicht mehr reagieren können. Verdammt. Aber gut, dass ich jetzt weiß, wie das funktionieren soll. Das ist schon mal die Hauptsache. Nämlich, jetzt muss ich die Bombe hier einmal fallen lassen. Ah, das dauert wieder zu lange. Nein, das klappt schon wieder nicht. Ja. Ihr seht schon... Das ist schon ein bisschen mies, wenn man unter Wasser so eine beschissene Bewegung hat. Tolles U-Boot hast du, Klonor. Also wirklich, das kannst du in eine Tonne treten. Ja, das hat Galen bestimmt mit Absicht gemacht. Nein! Oh, okay, das war zu schnell. Ich glaube, das mache ich anders. Ich werde es wohl so machen, dass ich springe, die Bombe schnell rüberwerfe und... Ja. Aber am besten so, dass es nicht gegen den Schalter landet. Ah, scheiße. Okay, nein. Noch mal. Klonor links. So. Okay. Noch einmal. Also komm her, brave Bombe. Na, das... Mensch, dieser... Dieser verdammte Kreisel. Der soll sich mal anders bewegen. Damit ich das etwas besser abpassen kann. So, jetzt warte ich erstmal. Und jetzt nehme ich die Bombe mit. Jetzt bei mir knapp mit der Zeit, aber... Bitte, schaff es. Bitte, Klonor. Bitte, lass mich jetzt nicht hängen. So. Okay, schnell Bombe mitnehmen. Bitte, bitte. Das ist nicht wahr. Also, boah. Machbar ist es auf jeden Fall, aber es ist ätzend. Das kostet mich jetzt irgendwie schon an. So. Also, sei eine brave Bombe und komm her. So. Jetzt aber langsam, mit der Ruhe. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Feuer... Na, oh, warum? Wo ist die Bombe jetzt da dran hängen geblieben? Scheiße. Ich weiß schon, warum ich Unterwasserlevel hasse. Und das hier ist keine Ausnahme. Na gut. Dann jetzt mit Ruhe und Konzentration, Leute. Jetzt will ich es hinkriegen. Diese verdammte Stelle. Die mir jetzt schon Kopfzerbrechen bereitet. Naja, Kopfzerbrechen nicht. Es ist nur eine Sache von Geschicklichkeit, was man hier braucht. So.
Schnell untertauchen, schnell Klonoa, komm, komm, komm. So, rüber. Wunderbar. Jetzt müsste ich es aber schaffen. Ja, es geht doch, Klonoa, es geht doch. Warum nicht gleich so?